Willkommen zu TikTok Hotlap. Die Formel 1 ist dieses Wochenende in Marina Bay und wir wissen alle, was das bedeutet. Der härteste Start Grand Prix des gesamten Kalenderjahres steht an. Hier haben wir also die Strecke, die dieses Jahr sogar 4 DRS-Zonen umfasst. Wir haben nur noch 19 Kurven dafür, denn durch die letzte Kurve durch und Tracklimits sind natürlich auf dieser Strecke ein Riesending. Ab Richtung Turn 1, da gab es 2017 mal einen Hardcore-Crash zwischen Sepp, Kimi und Verstappen. Jetzt geht es ja also in die erste Kurve, 2 und 3 und hier heißt es wirklich auch links den Körper nicht berühren, denn das ist wirklich Mörderding, würde ich fast sagen. Jetzt geht's runter. Auch links gibt's Tracklimits tatsächlich. Da bleibe ich auch weit davon entfernt. Rechts schneide ich immer gern bis an den Körper. Und beim aufs Gas gehen muss man natürlich aufpassen, dass das Heck nicht direkt kommt. Denn auch die Mauer ist ziemlich nah da. Hier eigentlich Turn 4 wird Full Speed gefahren. Das ist ziemlich, ja, nein, das ist schon Turn 6 oder so, egal. Jetzt geht's hier runter. Da bist du wirklich gut rein, kannst gut reinbremsen. Sehr schön überholen wir über an der rechten Seite. Probiere ich immer so ein bisschen den Körper mittig zu treffen. Das ist eine richtig verdammte Scheißkurve, Leute. Hier hängt nämlich ein Stück von diesen Randsteinen raus. Und wenn du zu nah an die Mauer fährst, bleibst du auch gut und gleich mal kurz stecken. Jetzt hier raus, da kommst du auch wirklich Millimeter nah an die Mauer dran. Die ganze Strecke ausnutzen, jetzt geht's hier runter. Da gab es früher diese beschissene Schikane, diese Zack-Zack-Zack, die hat man glücklicherweise geändert. Aber auch die Kurvenkombi hier hat's in sich. Bis zu Turn 13 dann meine absolute Lieblingskurve, die Haarnadelkurve. Hier ein bisschen mehr Schwung nehmen, ein bisschen rechts fahren und beim Rausbeschleunigen dann die komplette Strecke ausgenutzt. Glücklicherweise muss man aber auch sagen, gibt es hier keine Tracklimits. Also du kannst gar nicht zu weit an die Mauer dran fahren, dass es Tracklimits geben würde. Hier nur nicht zu spät bremsen, denn was viele nicht wissen, die weiße Linie hier ist tatsächlich auch, ja, die Streckenbegrenzung bei einem Startkombi eigentlich ziemlich dumm, würde ich fast sagen. Hier gibt es dann diese Season erstmals die vierte DRS-Zone. Wird zwar nicht für Überholmanöver sorgen, aber man kann bestimmt schön dran fahren hier. Jetzt geht es in die vorletzte Schikane hier rein, Turn 16 und 17, bevor es dann in die letzten beiden Kurven geht. Full Speed in die erste, kurz lupfen, 18 und 19, das DRS aufklappen und im besten Fall kannst du dann am Ende der Geraden einen überholen. Das war also meine Runde hier, eine 1:28.761. Ich bin zufrieden damit, war meine 5. oder 6. Runde tatsächlich, aber dann wurde ich so ein bisschen von Tracklimits geplagt. Ich hoffe, ich bin gespannt, was ihr so für Runden hinbekommen habt. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, abonniert doch gern kostenlos den Channel und lasst doch gerne Daumen rum da. Schaut doch unbedingt gern auf die YouTube vorbei, da wird es noch eine ausführlichere Hotlap geben und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich. Prediktet gerne. Ich